Und jetzt kommt was, Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Wir kommen jetzt in die Süßwasserhalle. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe schon wieder nichts. Warum müssen wir uns immer so Stellen aussuchen, wo ich nichts sehen kann? Damit man sieht, was hinter dir ist. Also, weil es geht gar nicht um dich. Das macht Sinn. Nicht? Nee. Also, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen Video von Plankton Plus Aquaristik. Heute nicht im Geschäft und auch nicht beim Kunden, sondern wir sind heute bei EFS auf der Hausmesse. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, was ist denn das? Eine Hausmesse? Gibt es eine Definition von Hausmesse? Blödsinn. Achso, ich dachte, es geht um EFS, was das ist. Weil ich denke, das ist auch viel nicht geläufig. EFS? Ja. Ja, EFS ist im Prinzip ein Großhandel. Für unsere Zwecke natürlich Livestock, Fische, Korallen. Da bekommen wir sehr, sehr viel von denen. Das ist auch der Lieferant, wo man schon immer mal wieder in den Videos gesehen hat. Die hier morgens verpacken, dann direkt zu uns fahren. Und dann haben wir so 2-3 Stunden später die Fische im Geschäft. Das ist jetzt alles hier. Also wir zeigen euch mal, wie das hier aussieht, wo die Tiere herkommen. Die machen auch ganz viel mehr. Wir machen mit den Jungs zusammen auch individuellen Aquariumbau zum Beispiel. Die haben einen Glasbau, die haben eine Schreinerei, also irgendwie alles am Start. Und dann machen wir heute mal eine schöne Tour und nutzen einmal die Gelegenheit. Also vom Wetter her muss ich ja mal sagen, wir haben jetzt den Mitte November. Das Ding hätten die fast nach draußen verlegen können. Und da, ne? Stehst du hier im T-Shirt. Ne? Ja, absolut. Crazy. Naja. Komm, gibt's schöne Aquarien zu sehen? Ich denke doch. Ich meine, das ist natürlich ein Großhandel. Aber wir wollten mal die Gelegenheit natürlich nutzen, euch da mal mitzunehmen. Weil das ist nur für den Handel, nicht für den Endkunden. Das heißt, hier kommt so keiner rein. Wir sind auch, muss man sagen, soweit ich zumindest weiß, der erste YouTube-Kanal, der hier wirklich intensiv mal durchlaufen darf und alles mal zeigen darf. Von daher... Das ist ja richtig Plankton Plus Special mal wieder. Ja, da musst du aufpassen, dass du nicht reinfällst. Die hat gestern Abend auf der Aftershow-Party der Herr Michael schon ein Seepferdchen gemacht. Ja, das glaube ich. Einmal... Nein, natürlich nicht. Aber das war schon wild gestern. Also so ein bisschen... sortieren musste ich mich heute Morgen schon. Tatsächlich? Ja, das sieht ja gar nicht ähnlich, weil du ja eigentlich immer so ein komplett gesammelter Typ bist. Ja. Komm, mach's nicht so spannend, wir wollen was sehen. Ja. Also wir haben natürlich jetzt hier Hausmessen typisch, das ist jetzt nur für die Hausmesse. Normalerweise ist hier unterm Jahr, glaube ich, nicht viel geboten, so eine Dauerausstellung von den Herstellern. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Produkte von uns am Start, am Stand von DD. Die ja auch Vertriebspartner von uns sind. Können wir eigentlich einmal hingucken, oder? Also das ist jetzt hier Thema Aquarienbau. Die machen ja auch Standardmaß und so weiter. Hier stehen schon mal so die ersten Schaubecken ein bisschen rum. Das ist auch geil, guck mal. Das ist auch mal was ganz anderes, ne? Ist halt für Meerwasser-Aquaristik wahrscheinlich schwierig, oder? Weil so hier vorne, strömungstechnisch, stelle ich mir nicht so einfach vor. Also zum Saubermachen ist das, glaube ich, nicht so ja, easy. Aber es ist von der Form her schon witzig. Also da ist so ein schönes, wie es jetzt hier auch drin ist, ne, so ein schönes Süßwasserscape rein, das ist schon ziemlich geil. Als Raumteiler stelle ich mir als das Raumteiler, cool vor. Als ja, genau, absolut. Also da hinten an die Wand dran. Gibt es sogar einen kleinen ganz hier geil, hinten, guck ne? mal. Auch mit der Aufmachung, mit diesem Fischernetz und so, ach ja. Ja, wobei, wäre mal was anderes. Könnte man für unsere Zwecke auch machen, ne? Nur mal sprechen mit den Leuten. Es gibt ja diese Bootregale, falls du die kennst, ja. Die hochkant stehen. Das erinnert mich ein bisschen daran. Ja, 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 stimmt, ja. Das ist so. Ja, cool. Mal gleich mal merken. Mal nachher mal quatschen. Aber wir mogeln uns einfach mal kurz durch die Leute. Das ist jetzt hier DD PA Supply. Das sind auch die Jungs, die Hydras zum Beispiel vertreiben, die LED-Lampen. Da sind hier auch welche montiert. Die haben natürlich jetzt hier auch unser Zeug mit am Start. Nochmal so eine kleine Ausstellung hier mal noch gemacht. Und ansonsten ist das alles altbekannt. Clevisy und P4 Pro, Dosierpumpen, Lampen, Hydras. Und da ist unser Sand drin im Übrigen. Der Gute. Kommen wir jetzt hier in die Meerwasserhalle. Hier gibt es ja alles. Hier gibt es ja nicht nur jetzt Meerwasser, sondern auch Süßwasser, Kaltwasser, verschiedene Sachen. Deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein. Das ist ja schon mal wieder wie bestellt. Wie ihr seht, waren wir heute schon für Dekoration zuständig. Das ist ja auch hier. Wir haben schon gesagt, wir machen so ein bisschen wie an Ostern. So überall so einfach so ein bisschen ja. irgendwas verstecken und dann so in einem halben Jahr so, ach guck mal hier. Ihr seht jetzt hier einmal die Korallenanlagen, 2 Stück an der Zahl mit 1,50 Meter Breite mal 10 Meter Länge. Das sind insgesamt 15.000 Liter. Diese 2 Blöcke hier, 15.000 Liter Korallenverkaufsanlage.
Und jetzt kommt das Beste, 100% Nachzucht. Hauseigen. Wir werden nur, ja, nee, nicht nur Hauseigen, da wird, glaube ich, auch zugekauft von Züchtern. Aber das sind alles Nachzuchten, das sind keine Wildentnahmen. Und das ist natürlich ein Konzept, was zu uns 100% passt. Richtig cool. Und das ist ja auch, wo sich das Ganze hinbewegt, muss man auch sagen. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass auch erste Großhändler diesen Schritt mitgehen und eben sagen, nö, importieren machen wir nicht mehr. Zumindest jetzt hier im Korallenbereich, im Fischbereich, wie wir alle wissen, das ist natürlich noch ein bisschen schwierig. Aber zumindest hier im Korallenbereich. Finde ich eine coole Sache. Aber ihr seht schon, das sind zwar jetzt diesen Dinger hier, aber jetzt der eigentliche Brecher kommt ja noch. Die eigentliche Größe spielt da hinten. Das geht jetzt erst richtig los. Da hinter dir. Genau, also wir haben nur noch mal, um ein paar Zahlen zu nennen, 15.000 Liter Korallenanlagen und 140.000 Liter Fischanlagen. Das ist richtig krass. Und da gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. So, einmal an der Fischanlage angekommen. Und da seht ihr schon, da sind noch die ganzen Zettel von Michael dran gestern. Der ist nämlich schon durchgeflitzt und hat fleißig bestellt und reserviert. Und da, wenn du guckst, da sind noch ein paar mehr Zettel. Ach, das Gelbe hat alles Michael gestern. Das sind die Plankton Plus Klebezettel. Das sind alles Sachen, die jetzt dann nächste Woche bei uns ankommen. Ich würde sagen, wir machen eh mal noch ein Video. Könnt ihr mal kommentieren, ob euch das interessiert, dass wir das mal wirklich begleiten. Also vom Großhandel zum Einzelhandel zum Kunden. Diesen kompletten Weg, so den man halt machen kann. Ne? Importzeitig haben wir hier nicht, bei den Fischen jetzt schon. Aber wäre vielleicht eine coole Sache. Ne? Das ist jetzt hier sortiert nach Blöcken quasi. Wir haben jetzt hier 28 Fischanlagen, Blöcke stehen, a 5.000 Liter. Macht in Summe 140.000 Liter Volumen. Und das ist jetzt wirklich wild gemischt von den Tieren her, vom Besatz her. Da wird jetzt nicht aufgeteilt Barsche, Doktorfische, sondern da geht es wirklich nach den Importen. Das heißt, vor jedem Import wird so ein Block komplett leer gemacht, dann mit den importierten Tieren aufgefüllt und dann gibt es die normale Quarantänephase, ne? Für die, was weiß ich, genau 4 Wochen. Ich nagel mich nicht fest, habe ich jetzt nicht im Kopf genau, aber das ist dann hier so der Fall und dann ist einfach ein Block gesperrt über 2, 3, 4 Wochen, bis die Tiere quasi verkaufsbereit sind, bis alle fressen und so weiter. Das wird hier alles schon hier im Großhandel gecheckt und geprüft, bevor wir überhaupt die Tiere bekommen. Und das ist ja auch ein Argument, um hier im Großhandel bei EFS zu bestellen, weil du einfach immer auf den Punkt deine Qualität hast. Das ist super. Und für uns natürlich wenig Arbeit oder weniger Arbeit, wie wenn du selber importierst. Und deswegen die Qualität nehmen wir hier mit auf und das ist einfach bewährt seit Jahren und super. Wollen wir ein bisschen gucken, ob wir was Schönes finden? Ja, der Michael hat ja schon vorselektiert, würde ich mal sagen. Wir haben uns hier die Diamantlippfische nämlich gleich gesaved, weil das ist ja der Bipartitus, das ist ja mittlerweile auch ein Tier, was wirklich ja relativ wenig und relativ selten verfügbar ist. Von daher, das sind schon mal alles die Bipartitus. Da haben wir hier nochmal einen drin, sieht man schon. Also das sind jetzt alles Bipartitus-Tiere, ne? Also alles der Diamantlippfisch. Da ist mal ein Lineatus, ein Doktorfisch mit reserviert. Ansonsten muss ich auch mal sagen, für einen Großhandel gepflegte Anlagen hammermäßig. Ne? Also da siehst du ja nichts, kein Dreck, kein... Mein Gut, ist ja auch Messe, aber da macht man natürlich sauber vorher. Aber trotzdem, den Schritt muss ja auch an so einen Großhandel, der eigentlich ja nicht öffentlich zugänglich ist, erstmal machen, damit der euch hier in dem Videostil auch reinlässt. Gibt es hier auch Fischzucht oder ist das quasi primär auf Wildfang basierend? Also bei EFS züchtet selber, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber meinem Kenntnisstand nach züchtet EFS selber nicht, zumindest nicht im Meerwasserbereich, aber arbeitet natürlich mit sehr vielen Züchtern zusammen und sehr vielen. Na, das schon. Ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, da bewegst du dich wieder in einem ganz anderen Bereich. Ne? Weil jetzt Fischhälterung, Quarantänisierung und so weiter ist ja was komplett anderes als jetzt ein Zuchtbetrieb zum Beispiel. Schauen wir hier mal noch ein bisschen durch. Da haben wir ein paar Feuerfische. Auch schön, ne? Schöne Sachen dabei. Das ist jetzt eine Sache, die natürlich der Endkunde so in der Regel nicht sieht, aber wir als Händler natürlich sehen, wenn wir viel unterwegs sind, auch bei Großhändlern und so ein Bild, dass da egal in welches Becken du guckst, die Fische stehen, die Fische schwimmen, da liegt keiner irgendwie so halb rum irgendwo oder ist noch transportgeschwächt oder irgendwie sowas und du kannst ja hier wirklich, egal in welches Becken du guckst. Und das ist natürlich jetzt auch so, wir haben ja im Onlineshop bei uns auch die Möglichkeit, dass ihr Tiere bestellt, die wir jetzt nicht auf Lage haben. Die sind ja immer mit diesem Rot hinterlegt, irgendwie, ich weiß gar nicht, was da steht da genau, Tier im Zulauf oder auf Vorbestellung oder irgendwie sowas. Also ihr könnt das Tier trotzdem bestellen, auch wenn wir es nicht lagern haben und wir greifen dann in aller Regel auf den EFS-Fischbestand zurück. Das heißt, jemand bestellt von euch einen Feuerfisch als Beispiel. Feuerfisch haben wir in der Regel nicht im Geschäft lagernd, weil es einfach ein Tier ist, was natürlich schon eine gewisse Haltungskompetenz von euch als Endkunde natürlich voraussetzt.
Deswegen greifen wir dann hier drauf zurück. Ja, seht ihr schon, da ist einiges da. Dann kann man theoretisch noch sagen, okay, ich hätte gerne ein kleineres Tier, ich hätte gerne ein größeres Tier. Gibt es diverse Möglichkeiten. Und dann rufen wir hier an und kriegen vielleicht sogar noch ein Bild, vielleicht sogar noch ein Video. Und das klappt wunderbar. Ja. Und die Jungs sind hier 1,5 Stunden von uns vom Geschäft weg. Das heißt, er wird morgens eingepackt und ist dann 2 Stunden später bei uns. Also besser geht's nicht. Ansonsten haben wir hier ein paar Kanarienlippfische. Das ist jetzt natürlich, anders als man es im Fachgeschäft kennt, nicht zum Kundenansehen gemacht. Sprich, wir haben hier zum Beispiel keine Beleuchtung drüber. Genau, wir haben auch einfach allgemein keine Elemente drin, die das Ganze ansehnlicher machen sollen. Wir haben hier keine Beleuchtung drüber, wobei man sagen muss, du hast natürlich hier schon eine helle Grundbeleuchtung, das ist ja nicht nötig. Also es ist ja vor allem auch für das Tier gut, die Tiere, die jetzt hier sind, die in einem gesperrten Block zum Beispiel drin sind, sind ja auch gerade in der Quarantänephase. Das heißt, die haben ja auch wirklich einen stressigen Import hinter sich. Von daher ist es auch aus meiner Sicht überhaupt nicht nötig, das jetzt zu beleuchten. Im Gegenteil, die Tiere sollen ja sich akklimatisieren, runterkommen. Und das passiert natürlich nicht, wenn du unter dem Full Beam da stehst. Aber wir haben natürlich trotzdem Elemente drin. Wir haben Versteckmöglichkeiten drin. Wir haben Sand drin, jetzt für die Lippfische zum Beispiel. Und das sind alles so Sachen, das könnte dem Großhändler sowas von egal sein, weil das eh keiner sieht. Ja? Der Fisch kommt rein, der Fisch geht raus. Ende der Musik. Und da wird hier wirklich drauf geachtet, dass das passt, dass auch die Haltungsbedingungen passen. Und ja, nur dann, wenn wir gesunde und fitte Tiere aus dem Großhandel bekommen, können wir euch auch gesunde und fitte Tiere anbieten in dieser Qualitätsstufe. So, was haben wir hier? Sonorensis, schön. Ayan meleagris, ein Kofferfisch, ein Männchen mit einer blauen Färbung, sehr schön, ne? Woran erkennt man den Unterschied? Ja, das ist halt wie so oft, die Männchen sind deutlich spektakulärer gefärbt als die Mädels. Das sind auch Tiere, die man wirklich gut, die Beckengröße natürlich vorausgesetzt immer. Ich weiß gar nicht, wie da die Angaben sind, aber auf jeden Fall deutlich vierstellig. Aber sehr schöne Tiere, die auch wirklich gut und relativ unkompliziert zu pflegen sind, muss man Was sagen. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber jetzt sieht man ja hier wieder relativ kleine Becken. Ja. Wie ist das? Wie lange sind die Tiere hier? Wie lange müssen sich die Tiere mit solch kleineren Beckenmaßen, wie ja bei euch im Geschäft auch, zufrieden gehen? Ja, im Prinzip ist es ja so, bei einem Großhandel hast du natürlich noch mal deutlich mehr Durchsatz als jetzt zum Beispiel bei uns im Fachgeschäft. Deswegen sind die Tiere hier alle maximal ein paar Wochen. Also natürlich nach abgeschlossener Quarantänephase, aber du hast hier kein Tier, was irgendwie da ein Jahr rumschwimmt oder so. Also das ist schon relativ zügig und es ist ja auch so, dass egal welches Tier du anguckst, schau mal jetzt hier der Weißkehl zum Beispiel mit einer der empfindlichsten Fische, die du im Meerwasseraquarium überhaupt halten kannst. Und selbst der auf dieser Fläche hier, klar gibt es so die eine oder andere Reiberei, aber die gibt es auch im 5000 Liter Becken immer mal wieder. Aber da siehst du keine Pünktchen, da siehst du keinerlei Anzeichen dafür, dass es dem Tier in irgendeiner Form an irgendwas fehlt oder schlecht geht oder sonst was. Also das ist, und das zieht sich ja durch. Das hast du ja hier überall. Also, wenn wir mal gucken, da haben wir wieder, was haben wir hier, giftig. Ja gut, ein Fuchsgesicht ist jetzt hier drin. Das ist einfach so eine Kennzeichnungspflicht, ne? Dass man einfach sagt, okay, hier in diesem Becken ist ein giftiges Tier drin. Wie giftig der dann ist am Ende des Tages, macht ja gar nichts aus. Aber haben wir zum Beispiel bei uns im Geschäft auch. Ne? Man muss ja auch sagen, das hier ist jetzt keine Verkaufsmesse, wo jetzt Wildtiere rausgefangen werden, sondern das ist ja nur zum Gucken gerade. Richtig, das ist nur zum Gucken. Also hier legt natürlich auch keine Hand an, das ist ja klar. Also wie bei uns im Fachgeschäft auch, da kommt ja auch nicht der Kunde, nimmt sich den Fisch raus, den er möchte. Sondern das macht ja auch das Fachpersonal. Und hier ist es natürlich genauso. Aber ihr seht schon, es ist wirklich hier querbeet, wild durchgemischt. Da unten haben wir ganz viele Vulpinus-Fuchsgesichter drin, dieser standardgelbe Fuchsgesicht, den wir oftmals auch als Kugelalgenfresser empfehlen, vorausgesetzt natürlich die angegebene Literzahl passt. Ich habe es jetzt gar nicht, 600, 800 Liter, irgendwie sowas braucht sowas. Hatten wir erst das Algenvideo, das Michael gemacht hat. Guck mal, auch geil, oder? Pyjama-Kardinalbarsche, so im Schwarm kann man ja schon sagen, wie die schön im Wasser stehen. Geil, sowas ist geil. Was ist so dein Highlight an Fischen hier? Mein Highlight? Oh, da gibt es wahrscheinlich viele Highlights. Puh, du kannst doch gar nicht alles sehen, das geht ja gar nicht. Du kannst ja hier 3 Tage lang durchlaufen. Ja, dann müssen wir 3 Tage durchlaufen, komm. Mach mal 5 Teile draus, weil das ist wirklich, da gucken wir mal hier drüben zum Beispiel, da sehe ich schon auch coole Sachen. So, der grüne Argus. Ich meine aber, dass das Tiere sind, die sehr, sehr, sehr groß werden. Das ist, glaube ich, so für das Heimaquarium nix. Aber ich muss ja auch sagen, hier werden ja auch, also von hier aus werden ja auch Zoos beliefert.
hier werden ja auch Großanlagen, Großaquarien beliefert. Also da musst du natürlich auch gucken, dass du wirklich ein rundes, gutes Angebot hast. Da sind jetzt zum Beispiel wieder größere Tiere drin, die haben natürlich auch ein größeres Becken. Schau mal, der Scopas ist ja ein Riesengerät, ne? Verrückt. Weil es natürlich aber auch trotzdem vereinzelt Nachfrage gibt nach wirklich großen Tieren. Ja, wenn du hast ein 15.000 Liter Aquarium, da sind 6 Doktorfische drin, möchtest ein oder zwei dazu setzen, da brauchst du nicht mit so kleinen Nachwuchstieren anfangen. Wir waren ja auch beim 10.000 Liter Becken, beim Kundenbecken. Genau. Genau so, das ist genau der Fall. Ne? Das ist natürlich auch sowas, ne? Guck mal die Färbung an von dem Tier. Ich meine, klar, das ist jetzt auch wieder nichts für den Otto Normal Heimanwender, weil es einfach ein Tier ist, was auch sehr groß wird, aber trotzdem spektakulär, sowas mal zu sehen in der Farbe. Wahnsinn. Sehr schön. 28 Blöcke haben wir jetzt hier mit 5000 Liter. Und da, wenn nicht Fläche ist, um alles mal ein bisschen abzubilden, was es so gibt, na, das ist schon geil. Kein Licht. Ah. Grande Malheur, ne? Technik-Fischanlage. Und ihr seht schon, jeder Block, also jede Linie, die wir jetzt gerade gesehen haben, wird einzeln gefiltert. Was natürlich sein muss, wenn du sagst, ich sperre einen Block für eine Quarantäne oder für einen Neuimport, ne, dann muss natürlich das hier separat sein. Hinter den Kulissen, guck mal, kannst hier vom Boden essen. Also, was willst du da sagen, ne? Geil. Auch so, siehst du allein schon, das ist natürlich jetzt auch wieder eine Sache, die uns auch als, wo einem als Anlagenbauer und als jemand, der individuelle Aquarienanlagen aufbaut beim Kunden, das ist natürlich hier der Hammer. Richtig geil gelöst, richtig geil gemacht, fetter Tunzeabschäumer drin, übrigens auch der gleiche, den wir auch bei uns verwenden in der Fischanlage. Das ist der 9460, meine ich. Also ein Riesenapparat. Und ansonsten, was sehen wir denn hier alles? Wir haben als Filterstufe, hier kommt das Wasser zurück, sieht man ja, da kommt es an. Dann haben wir hier so eine Art Notüberlauf. Wenn hier mal zu viel Wasser ankommt, dann geht das direkt weg. Unten kann man es direkt entleeren mit über den Hahn. Also auch schlau gelöst alles. Wir haben einen großen Abschäumer drin. Wir haben jetzt hier als zweite Filterstufe, da kommt es von unten hoch, Zeolithgestein als Absorptionsmittel. Dann haben wir nach der Förderpumpe, guck mal, FIAB UV-Klärer. Ne? Und genau so, wie wir es auch verbauen, nämlich in der Steigleitung. Und das macht hier einen Betrieb, der seit 35 Jahren im Großhandel tätig ist. Durchlaufhitze haben wir hier, macht natürlich Sinn bei solchen Anlagengrößen. Da brauchst du nicht mit dem Heizstab anfangen, das ist auch klar. Da gibt es einen Durchlaufhitzer. Ansonsten ist das relativ simpel und einfach gehalten und entspricht im Prinzip genau der Filtrierung, die wir auch bei uns und auch bei euch einbauen. Wir machen vielleicht noch einen Fließfilter dazu. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Du musst ja auch mal sagen, allein so ein Abschäumer, so ein 9460 kostet im UVP über 2000 Euro, glaube ich. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück mal 4, 28. Für eine gute Abschäumung. Das kann man machen. Ja. Und vor allem alles vom Feinsten. Gut, FIAB, brauchen wir nicht drüber reden, verbauen wir auch. Wir haben überall eine Abyss 400. Das hat hier schon Schmackes. Ja gut, wir können mal kurz hintergucken. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt rein dürfen hier. Ja. Die Tür war offen. Das Licht war zwar aus, aber... Ja, man muss auch einfach mal dreist sein, oder? Das gibt's Dreistigkeit siegt. Nein, aber das ist ja auch, seht ihr ja selber. Also, ich glaube auch nicht. Oh, guck mal. Ja, wenn noch jemand einen Abschauer braucht, von euch. Dann meldet euch einfach, wir stellen gerne in Kontakt her. Ne? Wenn ihr noch ein bisschen Platz habt im Unterschrank, dann... Kann man denn bei EFS als Privatkunde auch einkaufen? Nein, das ist ein reiner Großhandel für den Fachhandel. Ihr kauft ja im Prinzip bei EFS ein, über uns sozusagen. Ja? Also die Tiere kommen natürlich hierher, aber direkt macht EFS da nichts, Fachhandel. Ja, da ist halt ein bisschen Wasseraufbereitung, Technik, das ist eigentlich nicht so wild hier. Und ein Abschäumerlager. Aber auch krass, wie sich die Technik entwickelt hat. Vor 10 Jahren war sowas Standard. Da hat man so eine große Anlage mit sowas gefiltert. Ja, und heute geht das auch so. Kennt ihr schon den Kevin? Hallo Kevin. Sag hallo. Hallo Kevin. Ja, Kevin macht für uns jetzt den neuen Insta-Auftritt. Oder befeuert Instagram ein bisschen mehr. Weil das ist ja auch eine Sache, die ihr gut konsumiert. Wir haben zum einen ja die YouTube-Geschichte, wo man ja zweimal wöchentlichen Content bekommt. Und über Insta kann man einfach nochmal besser so diesen täglichen Content machen und mit euch in die Interaktion gehen. Und ihr wisst ja, wir ziehen da viele Infos raus für Q&As. Drehen wir jetzt auch nachher noch eins.
und ist eine coole Sache und deswegen Kevin unterstützt uns da fleißig und macht einen guten Job. Und ja, wie immer auch hier, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, immer raus damit. Am besten über Insta schreiben oder über unsere bekannten Kanäle. Ja, dann setzen wir das um. Wird auch gefilmt. Filmst du oder fotografierst du? Beim Film explodiert. Ach so, okay. So, was haben wir hier? Guck mal links. Hier gibt's. Ah ja, nee, oder? Ja. Das ist ja der Hammer. Ja, sicher. Kann man hier eine Alpaka-Wanderung machen? Ja, da kann man mal, ja, klar. Das kann man buchen bei? Bei uns. Wir machen eine geführte Alpaka-Tour. Der Michel. So, was haben wir hier? Kaltwasser, ne? Kaltwasser. Sag mal was über Goldfische. Also Goldfische kann man nicht in einem Meerwasseraquarium halten, wollte ich nur mal sagen. Die Anfrage haben wir nämlich öfter da tatsächlich, ob wir auch Goldfische haben im Geschäftszeich. Nein, wir haben hier 300.000 Liter Kaltwasser, also als Kaltwasseranlage. Was heißt Kaltwasser? Teich zum Beispiel, ne? Teichfische. So. Wir haben jetzt Goldfische dabei, wir haben, was kann ich glaube auch Kois und so weiter. Da bin ich überhaupt nicht im Thema, muss ich sagen. Du? Bist du da gewandert? Nein, nicht wirklich, aber ich bin interessiert. Ja, ne, das auf jeden Fall. Ja, klar, das auf jeden Fall. Teich ist eh so nochmal so ein ganz anderes Ding, oder? Was so von Aquaristik ja eigentlich losgelöst ist. Komplett anderes. Das ist eine ganz eigene Fanbase. Ja, ja, so fast wie Aquaristik, Terraristik. Das ist irgendwie so was ganz anderes. Was sagt man dann? Teich? Teich. Teich. Teicheristik. Gibt's nicht. Ein Teicher. Teich halt. Das ist so ein Teicher. Ein Teicher, ein Angler. Ist das dann der Angler? Nee, auch nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Und jetzt kommt was, Leute. Das habt ihr noch nicht gesehen. Wir kommen jetzt in die Süßwasserhalle. Wie lang wird wohl diese Halle sein hier, wenn du hier mal durchguckst? Crazy. Und jetzt dann die Frage dazu, wie viele Aquarien passen in eine Halle? Ja. Antwort, 4.000. 4.000. Wenn jemand sagt, ich habe, gibt ja auch Kunden, die sammeln Aquarien, ne? Die haben so 7, 8 Aquarien daheim im Wohnzimmer stehen, da denkst du schon, alte Schwede, 4.000. Das muss erst mal sauber machen. Wir machen mal einen kleinen Süßwasserexkurs, oder? Machen wir nicht eigentlich, aber... Wir können ja zumindest mal gucken. Alter. Uiuiui. Ui. Da ist aber was los, ne? Guck mal hier, das sieht doch geil aus. Wie die sich alle schön, das ist auch so, ne? Bei Gefahr, wie sie sich alle schön so zusammenfinden. Schon schick. Hat auch was, muss ich sagen. So ein geiles Süßwasserscape, relativ großes Becken und dann, keine Ahnung, 500 von den kleinen Tieren rein. Geil. Bin ich voll der Fan. Ist aber auch im Meerwasser geil. Aber ich finde halt in der Meerwasser-Aquaristik hast du diese Auswahl nicht, wie du es in der Süßwasser-Aquaristik hast mit den kleinen Schwammfischen. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, Leute, wie lang habt ihr denn Zeit? Das wird ja alles mal angucken. Also, aber wir können mal zur Verpackstation gucken. So, jetzt ist das natürlich so, wir sind jetzt hier so ein bisschen am Zentrum des Ganzen. Da haben wir jetzt hier einen Verpacktisch sozusagen, wo die Tiere dann kommissioniert und eingepackt werden. Ich habe mir das gestern alles vom Stefan, vom Chef hier nochmal erklären lassen. Das wird in der Nachtschicht gemacht. Also die Jungs sind hier quasi 24 Stunden da, haben eine eigene Nachtschicht und die Nachtschicht kommissioniert und verpackt dann die Bestellungen, die am Vortag quasi einkommen sind, dass die dann am Morgen sofort eingepackt werden können und zum Kunden gehen. Also das wird nicht irgendwie eingepackt, einen Tag stehen gelassen oder versandt oder mit GoExpress. Hier wird alles selbst ausgefahren, auch ein wichtiger Punkt. Wir haben hier mehrere Lieferfahrzeuge, die quasi eine fertige Tour in Deutschland abfahren und zu den Händlern fahren. Und nachts werden hier die Tiere eingepackt, um dann am nächsten Morgen mit eigenen Fahrzeugen zum Kunden gefahren zu werden. Das ist auch ein Service, den du erstmal leisten musst. Das ist ja verrückt, wie wirkt das mal? Behalte hier mal den Überblick. Guck mal, allein hier sind jetzt Block 36. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke das es gibt. Hier Block 51, Block 56, verrückt. Ich muss erstmal den Überblick halten, in welchen Blocks ist welches Tier, wie viele Tiere sind da drin, wann sind die gekommen, wann kamen die aus dem Import, wie lange müssen die quarantänisiert werden oder so. Boah, verrückt. Und dann kommen wir als Händler mit unseren, was haben wir, ich glaube 21 Becken Fischanlage und meinen hier, wir sind der dicke Max. Also das Ganze, boah, krass, also heftig. Hier sind wir jetzt im Glasbau, beziehungsweise noch nicht im Glasbau, sondern das ist quasi jetzt der Ort, wo die fertigen Becken stehen. Also die quasi zur Auslieferung bereit sind.
Da ist auch ganz schön was los, ne? Krass, guck mal. Gut, das sieht jetzt alles süßwassermäßig aus. Die machen übrigens auch Terrarien und so andere Sachen, weil hier auch teilweise sehe ich jetzt, hier steht ein Terrarium. Das ist natürlich nicht geeignet für die Aquaristik, aber das sieht mir auch so ein bisschen, ne, da ist so eine Lüftungsteil mit drin. Das sind im Prinzip so Standard-Glasbecken. Das ist ja auch so, sowas haben wir für die Fischanlage bei uns auch bestellt. Unsere sind ein bisschen größer, die haben wir auf Sondermaß machen lassen. Aber das sind jetzt so diese Standardbecken, also die machen wirklich alles. Die Fischbecken aus der Anlage sind auch von hier? Alles von hier. Also wir haben sämtliche Glasbecken, ist alles von hier und alles auf Maß und alles deutsche Wertarbeit, muss man einfach sagen, ne? Weil die machen hier alles in-house. Also von, wir können mal gucken, guck mal, hier stehen so ein paar Scheiben rum. Das ist quasi das Rohmaterial für die Becken dann später. Also 100% in-house und wird alles hier gemacht, schon cool. Das ist jetzt quasi die Auslieferung, das heißt, wenn wir jetzt Becken abholen zum Beispiel, fahren wir hier meistens her. Und machen eine kurze Qualitätskontrolle, eine kurze Abnahme und dann geht's los zum Kunden. Da sehen wir jetzt schon mal hier fertig geschnittene Scheiben. Also das ist quasi der zweite Step. Na, außen sind hier diese großen Schneidemaschinen. Und hier siehst du dann schon die einzelnen Scheiben und dann wird es im Prinzip zurechtgeklebt. Und ich habe auch schon was gesehen, da steht nämlich auch schon was. Was haben wir hier? Ein Planktonbecken. 1,60 Meter auf 80 auf 65. Ja, das wird ein Projekt. Das machen wir auch, glaube ich, zusammen, Tobi, ne? Das filmen wir auch. So ein schönes Raumteilerbecken, nämlich. Das bauen wir jetzt demnächst auf. Siehst du, ist schon fertig. Steht schon da. Können wir eigentlich mal gucken, ob das alles so passt. Aber das sieht sehr gut aus, ja. Bohrungen. Also sieht man schon, hier Bohrungen mittig an der kurzen Scheibe. Das heißt, Raumteiler. Und das ist ein schon geiles Maß, ne? Richtig schick. Einmal Rundgang EFS. Was sagst du? Du warst auch noch nicht hier, oder? Nee, das war mal was anderes. Auch von der Größenordnung ist das schon ordentlich. Ja, ich finde es halt auch geil, das mal zu sehen und auch mal zeigen zu dürfen. Wir sind jetzt hier schon so viele Jahre ja auch Kunde und arbeiten schon so intensiv und über viele Jahre zusammen. Das mal zeigen zu dürfen, schon cool, weil das ist sonst eigentlich jedem vorbehalten. Also das ist auch hier sehr stringent. Von daher schon cool. Und weil ich das so geil finde, das Teil, wobei man auch mal dann gucken muss mit dem Technikbecken, weil das ist jetzt auf Süßwasser konzipiert. Aber wir finden eine Lösung. Wir nehmen nicht dieses Teil mit. Habe ich spontan beschlossen gerade. Wohin denn noch? Das nehmen wir mit. Flo, wohin denn noch? Das stellen wir ins Geschäft. Ich weiß noch nicht wohin, weil eigentlich haben wir keinen Platz. Aber das kriegen wir schon irgendwie rein. Weil das ist richtig geil. Das gefällt mir gut. Also wenn jemand sich mal sowas angucken möchte, ein wirklich... Das musst du mal vorstellen. Du hast hier runde Scheiben vorne auf Eck geklebt. Wild. Also für die Süßwasser-Boys unter euch ist das wahrscheinlich, ja, und was willst du jetzt? Ist halt so ein, aber für Meerwasser finde ich schon geil. Habe ich noch nicht gesehen, sowas. Schön kommentieren, was rein soll. Ja, vor allem, wir müssen mal gucken, das ist ja auch auf Süßwasser konzipiert. Das heißt, da wird jetzt auch kein Technikbecken wahrscheinlich dabei sein. Da wird hier, wahrscheinlich könnte man hier, wir heben das auf, könnte man hier, hier ist eine Tür. Guck mal, wir gucken ja mal rein. Ja, wobei, ein kleines Technikbecken könnte man da schon reinstellen. Das geht schon. Das geht, geil. Das stellen wir als Raumteiler irgendwo auf. Richtig coole Optik. Kommentiert mal, was wir reinmachen sollen. Weil wird ja auch wieder ein Projekt, was wir begleiten, ne? Könnt ihr gleich mal loslegen und eure Ideen. Jetzt sind wir noch frei. Jetzt sind wir noch komplett, haben wir noch ein weißes Blatt Papier. In diesem Sinne, danke euch fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke und bis dann.